Wenn ihr das Mädchen lebend wiederhaben wollt, dann hör jetzt zu und red nicht dazwischen. Die Übergabe wird heute Abend um 11 Uhr stattfinden. Das Lösegeld beträgt 50 Millionen Dollar. 50 Millionen Dollar? Was glaubt ihr, wen ihr da habt? Chelsea Clinton? Detective James Carter. Ist bei der Arbeit manchmal etwas übereifrig. Sie haben drei Häuser verwüstet. Die mussten sowieso renoviert werden. Dabei wurden Beweise vernichtet. Wir haben doch noch ein paar. Aber dieser eine Fall war zu gefährlich für ihn. Ihr habt 29 Minuten Zeit. Ich habe alles unter Kontrolle. Lassen Sie mich mit meiner Tochter reden. Er hätte seine Tochter schon zurück, wenn Sie das nicht vermasselt hätten. Ich möchte, dass jemand aus meinem Land dabei hilft. Der richtige Zeitpunkt, um einen richtigen Profi einzuschalten. Sie sprechen doch hoffentlich meine Sprache. Verstehen Sie, was ich sage? Verstehen Sie die Worte, die aus meinem Mund kommen? Ich will keinen Partner, ich brauche keinen Partner und auch in Zukunft arbeite ich mit keinem Partner. Hatte Kojak einen Partner? Ja, diesen fetten Kerl. Hatte Columbo etwa einen Partner? Nein. Sie werden das schön selbst da rein tun. Ich bin nicht Ihr Gepäckträger. Schminken Sie sich das gleich ab. Ah, die Beach Boys. Ich halt's nicht aus. Du grabst von einem Schwarzen nicht das Radio an, Mann. Yeah. Sie sind zwei Polizisten, die nicht zueinander passen. Mach das nochmal. Geht das so? Nur gibt es da einen Fall. Hallo? Ich gebe Ihnen noch eine Chance. Den Sie gemeinsam lösen müssen. Agent Carter liegt es sehr am Herzen, Ihre Tochter zu finden. Verdammt! Wer von euch hat mich getreten? Bei Kinowelt erleben Sie... die schnellsten Hände des fernen Ostens, die auf das größte Plappermaul des Westens treffen. Gerade haben wir eine Bombendrohung erhalten. Und deshalb bitten wir Sie, das Gebäude zu verlassen. Nur keine Panik. Haben Sie nicht gehört? Im Haus ist eine Bombe. Los, raus jetzt! Jackie Chan. Ich kann nicht länger festhalten. Schon gut, ich bin ja gleich da. Chris Tucker. FBI. Ja, Fotos sind erlaubt. Moment. Rush Hour. Dann zeige ich dir meine Bude und wir ziehen um die Häuser. Das glaube ich doch einfach nicht.